Herr Altmaier, ich habe es gerade mal so ein bisschen skizziert. Die Opposition sagt Kanzlerinnen-Dämmerung und wartet jetzt auf die Aufstockung des ESM. Denn diese Aufstockung dürfte für die Kanzlerin und Sie ein viel größeres Problem noch werden als das Griechenland-Paket, nämlich die eigenen Leute hinter sich zu scharren, wenn man auch gerade mal nach München zum Beispiel guckt. Naja, also die Opposition pfeift im Walde, weil die Umfragen für die SPD kontinuierlich schlechter werden. Sie liegt jetzt 10 Punkte hinter der Union. Das hat auch damit zu tun, dass Angela Merkel sich mit ihrer Politik der Euro-Rettung inzwischen in Europa viel Respekt und Anerkennung verschafft hat. Ideen wie Eurobonds und Gelddrucken gehören der Vergangenheit an. Wir haben einen vernünftigen Schritt-für-Schritt-Ansatz gewählt und dafür hat es im Bundestag eine breite Mehrheit gegeben. Eigene Mehrheit übrigens am Montag dieser Woche bedeutet, wir waren nicht auf die Stimmen von SPD, Grünen oder Linken angewiesen. Wir hatten genügend Abgeordnete aus den eigenen Reihen, die dafür gestimmt haben. Aber ich sage ausdrücklich, ich finde es gut für unsere Demokratie und gut für Europa, dass die Kolleginnen von der SPD und von den Grünen auch für diese Entscheidungen gestimmt haben. Sie waren in der Sache richtig und gut begründet. Herr Obermann, die SPD hat sich ja sehr verantwortlich verhalten, hat mitgestimmt. Dennoch können Sie sich ja im Grunde genommen auch ruhig zurücklehnen und gucken, was da so auf die Kanzlerin zukommt. Denn auch jetzt beim Gipfel ist das zu sehen. Herr Cameron hat ein bisschen geweint, weil Merkozy hier nochmal das Heft in die Hand genommen haben, was den Wachstumspakt zum Beispiel angeht. Aber wie lange ist der Mann noch im Amt? Und dann ist Angela Merkel endgültig isoliert. In der Tat, es wird einsamer um Angela Merkel, nicht nur in Deutschland, möglicherweise auch in Europa. Jetzt hat ja die Europäische Zentralbank Zeit gekauft. Durch zweimal eine 500 Millionen billiges Geld für die Banken haben wir jetzt etwas Ruhe auf den Anleihemärkten. Aber diese Zeit muss genutzt werden. Wir haben gesehen, in Griechenland wurde auch immer wieder Zeit gekauft, aber es wurden die notwendigen Strukturreformen nicht auf den Weg gebracht. Die Zeit wurde nicht genutzt. Und die Frage ist, wie schaffen wir jetzt in Europa Wachstum? Und da sehe ich bei Angela Merkel und bei der Bundesregierung keine Impulse. Im Gegenteil, die wollen jetzt weiter inmitten der größten Schuldenkrise Europas Steuern senken auf Pump durch Aufnahme von Krediten zulasten künftiger Generationen. Wenn man in Europa mit dem Fiskalpakt sozusagen Stabilität und Sparsamkeit predigt, zu Hause aber die Steuern senken will, auf Pump zulasten künftiger Generationen, dann ist das ein widersprüchliches Verhalten. Das schafft kein Vertrauen. Und das Vertrauen ihrer eigenen Leute hat ja Merkel, wie man bei der Abstimmung am Montag gesehen hat, auch nicht mehr. Sie hatte keine Kanzlermehrheit mehr. Das ist ein wichtiger Einschnitt in diese Kanzlerschaft. Die Logik in Europa heißt ja, viel hilft viel. Herr Monti hat das gerade noch mal gesagt. Ausgerechnet die Italiener sollten vielleicht lieber ihre Hausaufgaben machen. Noch mal die Frage, ist das wirklich so? Je mehr Geld wir reinpumpen, umso besser wird es. In Griechenland sieht man ja, dass das erste Rettungspaket völlig verpufft ist. Ist das der richtige Anreiz zu sagen, komm, wir nehmen euch an die Arme und helfen euch und dann könnt ihr noch mal ein Jahr so weitermachen? Nein, manchmal ist bittere Medizin diejenige, die am besten wirkt. Wir können nicht immer wieder Wachstum künstlich erzeugen durch Geld, das wir nicht haben. Das hat dazu geführt, dass wir riesige Schuldenberge in Europa vor uns herwälzen. Insofern ist es wichtig, dass in Deutschland die Wirtschaft in einer Verfassung ist, die besser ist als seit der Wiedervereinigung jemals. Wir hatten im letzten Jahr über 3% Wachstum. Wir werden in diesem Jahr Wachstum haben. Und wir werden nur einen Bruchteil der Schulden machen, die sogar Peer Steinbrück in der Großen Koalition für dieses Jahr prognostiziert hat. Das heißt, wir haben konsolidiert, wir haben gespart. Wir sind bereit, auch den Griechen zu helfen. Aber die Voraussetzung ist ganz klar, sie müssen sich auch am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Sie müssen privatisieren, sie müssen deregulieren, sie müssen liberalisieren. Sie müssen dafür sorgen, dass wieder auch fremdes, privates Geld ins Land kommt. Und dann wird es auch mit der griechischen Wirtschaft wieder aufwärts gehen. Das ist das Prinzip Hoffnung, das haben ja viele, wobei Markus Söder, der bayerische Finanzminister, gerade heute noch mal gesagt hat, lasst uns doch das Geld nehmen und die Griechen entschulden und aus dem Euro entlassen. Das ist keine Lösung. Das weiß im Grunde genommen Herr Söder, wenn er darüber nachdenkt, selber auch besser. Das birgt gewaltige Ansteckungsgefahren und Risiken, auch für unseren Wohlstand hier in Deutschland. Natürlich müssen sich die Griechen anstrengen.
Und sie müssen auch sparen. Aber man kann einen so hoffnungslos verschuldeten Staat wie Griechenland nicht über die Beiträge von Taxifahrern, von Rentnern oder von Krankenpflegerinnen sanieren. Griechenland und die EU und auch wir haben es letztlich zugelassen, dass die großen Vermögen außer Landes gebracht werden, dass dort nicht die starken Schultern auch beitragen zur Sanierung des Landes. Entscheidend ist doch jetzt, dass ein Wachstumsprogramm für Europa kommt, insbesondere für die schwachen Euro-Länder. Und das kann in der Tat nicht mit weiteren Schulden finanziert werden, wie das Konjunkturprogramm im Jahre 2008. Das müssen wir jetzt mit zusätzlichen Staatseinnahmen finanzieren. Deshalb verbieten sich Steuersenkungen im Augenblick. Und deshalb brauchen wir die Finanztransaktionssteuer. Frau Merkel will heute den Fiskalpakt unterzeichnen, aber es fehlt nach wie vor die Finanztransaktionssteuer für die Eurozone. Wir brauchen diese Einnahme. Die ist notwendig, ökonomisch, aber sie ist auch gerecht. Denn es geht nicht an, dass nur die Steuerzahler in Deutschland und anderen starken EU-Ländern die Risiken der Euro-Stabilisierung finanzieren. Wir brauchen auch einen Beitrag derjenigen, die nicht unwesentlich dazu beigetragen haben, dass diese Spekulationskrise entstanden ist. Und das sind die Finanzmärkte. Bei dieser Regierung werden die Finanzmärkte nach wie vor verschont. Also Finanzmärkte mit einbeziehen, Finanztransaktionssteuer, warum kommt die nicht? Die Finanztransaktionssteuer wird kommen. Wir sind dank Angela Merkel und der Union sehr weit gekommen. Die SPD unterstützt uns darin. Das finde ich gut. Und wir werden alles tun, damit sie noch in diesem Jahr ein entscheidendes Stück vorankommt und eingeführt werden kann. Es geht nicht nur um Einnahmen, es geht darum, dass wir gefährliche Tendenzen der internationalen Finanzmärkte bekämpfen, den Hochfrequenzhandel beispielsweise, der uns immer wieder in Krisen stürzt, und dass wir auch die großen Spekulanten, die an diesen Krisen zum Teil gut verdienen, mit an den Kosten beteiligen. Im Übrigen ist es so, dass in Griechenland unter der sozialistischen Regierung leider das große Geld das Land verlassen hat. Das hätte verhindert werden müssen. Da bin ich mit Thomas Oppermann einer Meinung. Aber es ist auch so, dass in Griechenland generell umstrukturiert werden muss. Wenn in Griechenland die Mindestlöhne höher liegen als im Durchschnitt der Eurozone, wenn Griechenland fast so viele Beamte hat wie Deutschland, obwohl es nur ein Achtel so viel Einwohner hat, dann sind das Situationen, die man ändern muss. Und solche schmerzhaften Reformen sind nicht einfach, aber sie führen am Ende dazu, dass die Wirtschaft wieder wettbewerbsfähiger wird. Griechenland ist äußerst schwierig, das Problem, aber noch schwieriger könnte es natürlich werden, wenn Spanien oder Italien, diese beiden riesigen Volkswirtschaften, wirklich massiv in Not geraten würden. Deswegen ist ja der ESM diskutiert worden, ist jetzt vorgezogen worden. Auch die SPD ist für eine Aufstockung. Die Kanzlerin hat sich da lange gewehrt. Wir haben ja in dieser Woche ein Verfassungsgerichtsurteil, auch das die Rechte des einzelnen Abgeordneten hier im Deutschen Bundestag stärkt. Die Frage ist ja, diese vielen Gelder, die da plötzlich bewilligt werden sollen, ist das eigentlich mit unserem Grundgesetz noch vereinbar? Hat eigentlich der Haushaltsausschuss, hat der einzelne Abgeordnete ja eigentlich noch genug Einfluss darauf, wo diese deutschen Steuergelder, die Sie ja zu Recht anmahnen, verwendet werden? Bundeskanzlerin Merkel hat ja immer wieder ausgeschlossen, dass der ESM aufgestockt wird, über 250 Milliarden hinaus. Weil sie das Risiko vielleicht für die deutschen Steuerzahler begrenzen will. Durchaus, aber wenn Frau Merkel etwas ausschließt, ist das ein sicherer Hinweis darauf, dass es dann kommt. Immer das, was sie dementiert, wird hinterher Wirklichkeit. Sie sollte den Leuten reinen Wein einschenken und die Wahrheit sagen. Natürlich wird der ESM aufgestockt werden. Ich bin ganz sicher, dass das passiert. Wahrscheinlich ist das auch notwendig, um genügend sozusagen Abschreckung auch für spekulierende Finanzmärkte zu haben. Aber es kann doch nicht sein, dass jetzt in der Koalition der Wirtschaftsminister, auch der Finanzminister Bedenken hat. Vergessen Sie den Innenminister nicht, der ja letztes Mal praktisch dafür geworben hat, gegen die Griechenlandhilfe zu stimmen. Diese Koalition wird vermutlich beim nächsten Mal wieder keine Mehrheit haben, jedenfalls keine Kanzlermehrheit, möglicherweise auch keine eigene Mehrheit mehr. Und dann ist eine kritische Situation für die Regierung Merkel. Dann geht es ums Ganze, dann geht es um die Wahrheit. Dann geht es um Ihre Regierung. Halt mal genau. Die Kanzlerin fällt um, das sagt die Opposition. Das ist ja vielleicht auch so, aber das wäre noch nicht mal Ihr größtes Problem. Das Problem muss doch sein, wie kriegen Sie eigentlich eine Aufstockung des ESM hier durch den Bundestag? Denn ich sehe es ja immer 211 Milliarden und nicht mehr.
Die Kanzlerin ist ja die Politikerin in Deutschland, der die Menschen am meisten vertrauen. Das hat den Grund darin, dass Angela Merkel mit dem Geld der Steuerzahler verantwortlich umgeht. Hätten wir auf die Opposition, hätten wir auf Herrn Oppermann gehört, würde der deutsche Steuerzahler mit viel mehr Geld haften. Wir kämpfen um jeden Euro, um jeden Cent. Wir werden aber auch auf europäischer Ebene die notwendigen Entscheidungen treffen. Und deshalb haben wir gesagt, über die Aufstockung des ESM entscheiden wir dann, wenn es ansteht, nämlich Ende März und keinen Tag früher. Wir dürfen nicht das Signal geben, dass es auch auf die leichte Tour in Europa geht. Wir müssen alle in die Pflicht nehmen, alle müssen beitragen, nicht nur wir hier in Deutschland, sondern alle gemeinsam für den gemeinsamen Erfolg. Das war ein schönes Schlusswort zu diesem Kapitel, aber weil Sie die beiden parlamentarischen Geschäftsführer der beiden großen Fraktionen sind, noch ganz schnell die aktuelle Frage, die die Menschen aufregt: Ehrensold für den Bundespräsidenten. Ist das in Ordnung, dass er das kriegt oder nicht? Das war erstmal eine rechtliche Entscheidung. Es ging um die Anwendung eines geltenden Gesetzes und deshalb bin ich der Meinung, wenn das Präsidialamt zu dem Ergebnis gekommen ist, dass ihm das rechtlich zusteht, dann soll er das bekommen. Aber für die Zukunft müssen wir uns Gedanken machen. Es ist eigentlich unerträglich, dass ein 52-Jähriger jetzt auf Kosten der Allgemeinheit in ein Rentnerdasein wechselt und einen Ehrensold bekommt. Ich glaube, da brauchen wir flexible Regelungen. Es ist richtig, dass Bundespräsidenten, die am Ende ihrer politischen Laufbahn am Ende der Präsidentschaft stehen, dass die nicht mehr sozusagen sich auf dem Arbeitsmarkt bewerben müssen. Das ist in Ordnung, aber ein junger Mann wie Christian Wulff sollte eigentlich arbeiten und für seinen eigenen Lebensunterhalt selbst sorgen können. Hat der Gesetzgeber vielleicht versagt, weil man kann ja mit 52, mit 50 war er damals Bundespräsident werden, müsste man das Alter hochsetzen und wie ist das mit dem Ehrensold? Eine solche Regelung gibt es ja für kein anderes Amt in der Bundesrepublik Deutschland, nur für das Amt des Bundespräsidenten. Und das zeigt, es geht nicht um die Person, sondern es geht um den Staat, es geht um unser Land. Und ich meine, wenn jemand Bundespräsident war, egal ob er nun sehr alt oder nicht ganz so alt ist, dann ist es auch eine Frage des Respektes vor dem höchsten Staatsamt, dass er nicht gezwungen sein soll, jede abhängige Arbeit anzunehmen als Lobbyist oder für bestimmte Partei- und Partikularinteressen. Und deshalb glaube ich, dass wir gut daran tun, diese Frage juristisch so zu beantworten, wie es Thomas Oppermann gesagt hat, und dass wir die Entscheidungen respektieren, die getroffen werden. Im Übrigen ein bisschen mehr Sachlichkeit und etwas weniger Emotion würde uns allen gut tun. Einigkeit bei den beiden. Vielen Dank, dass Sie da waren, meine Herren. Ja,